Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück. Ram Kam Haeng hat eine Armee gewassert, um eine andere Zivilisation überraschend anzugreifen. Marineeskorde. Welche Zivilisation wird es sein? Ich hoffe mal, dass es überraschenderweise die Zivilisation sein wird, mit denen sie schon im Krieg sind, nämlich den Shoshonen. Das würde uns ja in die Karten spielen. Oh, wir könnten den großen General uns schnappen. Aber bringt ja alles nichts. So, wo ist die Kohle? Hier haben wir keine. Da drüben ist 7 Kohle. Die hätte ich gerne. Haben wir hier irgendwo Kohle? Nee, ne? Da leider auch nicht. Da ist Elfenbein. Da ist Stein. Ist nur hier. Wir können hier eine Stadt gründen für 7 Kohle. Hier ist 3. Das ist Mangelware auf dem Kontinent. Tatsächlich. Wo ist übrigens unser Entdecker hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Haben wir ihn verloren? Ist er hier hoch? Hier ist er hin. Auch spannend. Gut. Wir haben einen Spion, den wir wählen können. Nach Mosankani als Spion. Da wird sich nichts dran ändern. Und sie haben es erfreut über unseren Vorschlag. Sehr cool. Das freut uns. Monaco hat Pocatello den Krieg erklärt. Ja. Ich glaube, das wird mir nicht. Wenn wir nicht mal Kohle haben, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir hier irgendwo noch Uran rumlungern haben. Wir könnten mit Glück hier irgendwo noch was liegen haben. Uran ist ja manchmal erst mitten im Nirgendwo zu finden. Sukhothai weiter, ja. Jetzt geht es an die Architektur. Ostindien-Kompanie sind 2 Runden fertig. Und dann haben wir hoffentlich genügend Gold. Offene Grenzen. Pelze 3 ablehnen. Ich mag nicht zu cool mit dir werden. Auch wenn wir da natürlich ein bisschen spielen könnten. Frachter nach Ulundi. Nein, die 3 Wissenschaftspunkte sind mehr wert als ein Gold pro Runde. Musikergilde, Schrein, Schmiede, Kornspeicher, Kolosseum, Hafen, Gartenbank, Aquädukt. Aquädukt zum Wachsen ist nicht verkehrt. Aber der Kornspeicher ist schon besser. Nanangareik? Ablehnen. Salz gegen Kakao. Weiterhin ja. So. Er hat Weltkriegsinfanterie, er hat Gatling-Kanonen. Aber hat er... Pocatello schmiedet Pläne gegen uns. Gatling-Kanone. Schütze. Noch ein Schütze. Noch ein Schütze. Hier kann nichts abgegradet werden. Ritter können zur Kavallerie abgegradet werden, wenn wir das Geld hätten. Und hier sind noch weitere Schützen. Und hier können wir auch noch upgraden. Das heißt, wir brauchen Militärakademien. Und Gold. Inka runakunaka wakaiching mikai maki puraita. Nun gut. Darf ich an Alexamanim? Garim. Ah? Da akzeptiert er auf einmal die gleichberechtigte Grenzöffnung. Sehr schön. Hm.
Wir positionieren uns schon mal für einen Angriff. Es wird wieder Musumkani werden, an dem wir uns die Zähne ausbeißen. Aber ich kann nicht anders. Du kommst hier mit. Ihr wartet alle. Der Ritter wird noch upgraded. Der Lancier kann nicht upgraded werden. Der geht hier in die schnellen Territorien. Du kommst hier hin. Bist dann dort dabei. Du kannst noch nicht upgraded werden, weil das Kapital noch nicht da ist. Kavallerie ist klar. Du kommst aber auch hier oben hin. Du wirst gegen den Comanchen-Reiter kämpfen, der gleich stark wie die Kavallerie ist. Hätte ich nicht gedacht. Öl. Ich nehme gerne Öl an, wenn ich denn mal Technologien habe, um das zu nutzen. Danke. Wir kommen in Frieden, klar. Größe von 6. Okay. Architektur beginnt. Walter Gropius. Wir haben eine Stadtverbindung mit der Hauptstadt. Auch wenn hier die Straße nicht mehr zu uns gehört, ist das bei einer Stadtverbindung. Finde ich gut. Und es gibt so viel tolles Zeug zum Bauen für dich. Wassermühle. Deswegen, damit wir dann später umso mehr bauen können. Wieso baust du nicht die Universität von Oxford, die nur 8 Runden dauert? Da kann die Militärakademie doch mal warten. Findest du nicht auch? Hier unten brauchen wir keine Kavallerie. Die brauchen wir hier oben. Genau, zum Beispiel hier, hier und hier und hier. Wir gehen so einen Schritt zur Seite. Können dich upgraden. Dich nicht, das ist klar. Wir lassen dich aber hier. Und wir lassen dich hier. Dann haben wir doch, wobei. Du gehst nach Korinth. 30, 25. Der Lancier kann echt nicht mehr machen. Okay, dann bleib einfach hier zum Ausspionieren. Da sehen wir doch die U-Boote. Und den Frachter. Und einen großen Wissenschaftler. Sehr schön. Technologie entdecken. Sehr gut. Dampfmaschine ist dann auch gleich fertig. Und wir können eine öffentliche Schule in Sparta bauen, auch wenn die 35 Runden dauert. Haben wir da nicht was, was eher noch ein bisschen Geld bringt? Nee. Mit der Werkstatt können wir so ein bisschen für die Zukunft auch gestalten. Und hier können wir dich upgraden. Das ist auf jeden Fall besser, als mit dem reinzugehen, was wir jetzt haben. Du gehst nach Korinth, haben wir gesagt. Und dann passt... Ja, jetzt ist natürlich das Ding. Wir können hier trotzdem durch, weil wir offene Grenzen haben. Sehr gut. Das sollten wir uns auch beibehalten. Wassermühle in 3 Runden fertig. Okay, wir sehen eine Weltkriegsinfanterie, eine Gatling-Kanone, ein U-Boot, gegen das wir aber wieder machtlos sind. Wobei wir das U-Boot von hier aus angreifen können, wenn wir in Stellung gehen. Und das machen wir mit Mann und Maus. Okay. Ihr beiden. Bleibt zusammen. Artillerie. Wartet. Kavallerie auch. Armbrustschütze sowieso. Du auch. Ihr alle. Wir warten, bis was passiert. Wir wissen, dass er 2 U-Boote hat.
und wir sehen, dass Siam jetzt auch mit am Start ist, dann würde ich was behaupten wollen. Geh mal rein, oder? Geh mal rein in den Krieg. Wir probieren es nochmal. Ich werde nicht müde. Ich hätte hier oben gern noch eine schnelle Einheit gehabt, um ihn hier zu schnappen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Großen Ingenieur könnten wir ihn schnappen, wenn wir schnell genug wären. Okay. Hier können wir plündern. Nun denn. Da, hier, Madame Vidal. Ja. Auf Wiedersehen. So. Zack. 24. Ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Die Stadt auch nochmal. Du bist nur dafür hier. Sehr gut. U-Boot zerstört. Hier plündern wir den Handelsweg für 200 Gold. Das nutzen wir, um... uns hier rein zu schnuggeln. Wir klauen den großen General. Wir haben einen Bauarbeiter hier, um ihn zurückzuziehen. Wir können den Admiral uns nicht schnappen. Wir können ihn angreifen. Nee, auch nicht. Die Gatling-Kanone können wir hier aufstellen zur Verteidigung. Können diese Gatling-Kanone angreifen. Wir können diese Gatling-Kanone angreifen. Wir können diese Gatling-Kanone angreifen. Und sie komplett zerstören. Dann gehen wir in die Kakaofelder, um alle unglücklich zu machen. Ziehen hier weiter plündernd durch die Felder. Bis wohin kannst du? Du kannst bis hierhin und du kannst bis hierhin. Ihr bleibt zusammen, sehr gut. Kannst du ihn dir schnappen? Nee. Du kannst aber hier an Land gehen. Du kannst aber eins weiter aufrücken. Und bist dann hoffentlich safe erstmal. Auch du. Oh, Maus, 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 Maus. Kannst hier durch. Du kannst leider nicht bis zum großen Ingenieur. Aber was du machen kannst, ist hierher kommen. Wir wollten dich upgraden, deswegen warst du da. Und wir haben auch das Gold dazu. So weit zurück kommst du nicht mehr. Aber du kannst hier wassern und dann upgradet werden. Okay, wir bauen hier noch eine Straße. Wir brauchen einfach mehr Straßen. Um hier kürzere Wege zu schaffen, um unsere Einheiten schneller bewegen zu können. Das war doch eine okay erste Runde, oder nicht? Hier sind noch Vorbewegungspunkte, die sehe ich. Dann schauen wir mal. Wir brauchen öffentliche Schulen. Aber noch mehr brauchen wir Fregatten. Nächste Runde. Wir haben 8 Öl. Wo haben wir die her? Häuserwerk. Selbstverständlich, mein Wen. 7 Gold. Lass hören. 8 Gold. 9 Gold. Da sagst du nicht nein. Gegner in der Nähe. U-Boot. Hier. Das kriegen wir doch hin, oder? Wir schnappen uns den großen General. Und ziehen von dannen. Können hier noch ordentlich Ärger machen. Wir hätten hier plündern können erstmal. Aber wenn wir hier hingehen, hat er erstmal ein Problem. Dann. Korinth greift hier an. Der Armbrustschütze kann angreifen. Warum es nur 17 sind. Du kannst angreifen. Ja, ich weiß, ihr wollt alle hier agieren. Aber du bist derjenige, der ihm den Todesstoß versetzt. Gegen 2 U-Boote durchgesetzt. Das ist superb.
Superb, sage ich euch. Okay, wir bleiben hier. Wir landen da. Wir können das Marmor plündern. Das heben wir uns aber auf für den Tag, an dem wir hier agieren müssen. Wir gehen nämlich weit, noch weiter vor. So krass sind wir. Und schnappen uns diese Fabrikanlage. Dich holen wir in die eigenen Reihen und lösen dich auf. Wir plündern. Oder auch nicht. Einheit auflösen. Hier, wir plündern. Oh, gut. Zack. Sind soweit gesundet. Können mit dir hierhin. Können mit dir gar hierhin. Könnte es hier aufstellen. Könnte es hier aufstellen. Du kommst mit, gibst den allen einen Bonus. Gehen ins Landesinnere, landen zu Wasser, werden hier nicht in den Einflussbereich von Mosankani gehen. In der nächsten Runde vielleicht. Wir wollten dich upgraden. Machen wir auch zur Kavallerie. Gehen hier eins vor. Das ist okay. Gehen in Stellung. Geben dir hier überall den Bonus. Du gehst in die Zitadelle. Aha. Damit ist sie einigermaßen geschützt. Nächste Runde. Er wird seine Weltkriegsinfanterie nutzen und seine Gatling-Kanone. Um die Gatling-Kanone. Hä? Wie hat das denn geschafft? Ah, er hier ist getötet worden. Schade drum. Wir wissen, dass hier noch ein paar Einheiten schlummern. Holen dich hierher. Haben eine Gatling-Kanone geschenkt bekommen, die in Sparta sehr gut aufgehoben ist. Wir sehen, dass wir hier erstmal angreifen müssen, bevor wir landen können. Damit ist das, glaube ich, so ein bisschen vom Tisch auch dort zu landen. Wir können plündern und in derselben Runde angreifen. Das bedeutet aber für dich zum Beispiel, dass du in dieser Runde noch nicht dazu kommst. Dafür müssten wir die beiden hier tauschen. Ne? Wir gehen rein, wir können die Fabrikanlage plündern. Wir können versuchen, mit unserer Kavallerie und unseren Schützen ihn zu zerstören. Das gelingt uns. Wir können hier weiter hoch die Pferde plündern. Verschanzen ist gut. Marmor klauen ist gut. Wollen wir noch eine Runde uns weiter besser aufstellen? Anscheinend ja. Damit wir auch mit dir die Möglichkeit haben, weiter anzugreifen. Dann komm doch zu Wasser. Bilde mit ihm eine Einheit. Tausch mit ihm die Position. Geh ganz weit hier hoch. Mach hier zu, damit sie gar nicht mehr durch dieses Bergmassiv kommen können. Hier unten sollten wir safe sein. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir hier eine Gatling-Kanone hätten. Das gilt auch für hier. 153 Gold haben wir noch. Ist Siam eigentlich noch im Krieg involviert? Nee. Aber wie wäre es, wenn wir nochmal fragen? Da sind sie noch
Nicht so weit. Da ist noch ein Friedensvertrag am Start. Kaserne, Kolosseum, Schmiede, Schrein, eine Runde. Öffentliche Schule. Kann man Glauben kaufen. Nationalepos-Musikergilde. Ich kaufe diese. Das ist ein Rundenschrein. Da kann ich nicht Nein sagen. Komm hier in die Mitte. Noch eins weiter? Ja. Dann sollte doch Mosonkani hoffentlich. Wo haben wir was verloren? Welche Einheit? Schütze. Einen Schützen haben wir verloren. Gleich mal gucken. Kommandschenreiter vor Athen. Und wir haben nichts, um nichts ihm entgegenzusetzen. Die schließen wir auf. Bekommen wir 17 Gold. Und können höchstens noch. Na, jetzt ist hier zu. Das ist blöd. Haben wir noch offene Grenzen? Ja, andere. Das schon. Okay. Er wird hier ein bisschen plündern, aber nun denn. Hier haben wir ein quasi gleichberechtigtes Battle. Einen Schützen haben wir verloren. Welcher war das? Der hier wahrscheinlich, ja. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist Mosonkani bombardieren. Oder ihn hier halt bombardieren. Der Comanchenreiter könnte uns schon gefährlich werden. Plündern. Okay. Ein Comanchenreiter weniger. Wir plündern zum Gesunden. Und wissen, dass die Gatling-Kanone sich jetzt hier ein bisschen versteckelt hat. Die wird von hier aus angegriffen. Wenn wir hier an Land gehen würden, würde die Gatling-Kanone direkt angreifen können. Deswegen warten wir noch hier eine Runde. Du gehst schon mal hier runter, weil wir dich bestimmt gleich brauchen, um zu reparieren. Und die nächste Artillerie wartet darauf, mitgenommen zu werden. Gut. Du gibst fast allen einen Bonus. Was aber am wichtigsten ist, ist, dass du hier den Bonus gibst. Und jetzt kannst du Mosonkani angreifen. Du gehst hoch, plünderst. Du kannst nicht mehr viel weiter vor. Du holst dir hier, was du brauchst zum Essen. Du gehst aus dem Einflussbereich der Stadt raus. Du ebenfalls. Wir sehen, dass wir hier oben einen Comanchenreiter haben, der hier durchbildet und jetzt nicht mehr durch kann. Wir bauen keine öffentliche Schule hier. Machen wir woanders. Wir bauen eine Kaserne in Argos, falls wir die mal brauchen. Ja. Okay, nächste Runde. Wir werden vielleicht wieder einen Schützen verlieren. Offene Grenze und 5 Gold. Sehr gut. Wo kommt der her? Wie hat er das geschafft? Ist er wirklich da durch? Schauen wir mal. War das er hier? Er ist nämlich weg. Weird. Nun gut, Mosonkani ist wieder komplett gesundet. Wow. Okay, diesmal können wir aber mit 2 Schiffen und einer Artillerie reingehen und haben die Möglichkeit, hier zu landen. Na, gib mir die Artillerie, um hier zu landen. Wenn das denn möglich ist. Okay, das ist möglich. Sehr gut. Wir haben wieder, ich will mal hier oben eine Einheit stationieren. Da fühle ich mich wohler.
und schiffe dich noch hier rüber. So, den Comanchenreiter, um den müssen wir uns kümmern. Ach, können wir gar nicht angreifen. Einmal. Zweimal. Jetzt haben wir wieder nur noch drei. Das kann nicht sein. Wie schnell kann Musonkani bitte heilen? Das ist unnormal. Können wir trotzdem hier noch drei. Drei Trefferpunkte, ey. Das ist ja gar nichts. Wir bleiben hier ein bisschen weiter weg von der Stadt. So einfach ist das. Du gehst auch wieder zurück. Du bleibst hier. Nächste Runde. Dann sollen sie rauskommen. Die Gatling-Kanone kann ja da nicht so viel machen. Minus 33. Einer wurde getötet. Ihr hat wirklich, boah, die Fregatte getötet. Mit nichts und wieder nichts. Also an Effort. Noch ein Comanchenreiter. Jetzt werden sie langsam richtig nervig. Denn das Ding ist, wir können zwar hier angreifen und hier würden dann aber sterben. Mit der Kavallerie. Aber ist das nicht ein Preis, den wir zu zahlen bereit sind? Mosankani ist zumindest nicht mehr bei null, ne? Das ist doch schon mal gut zu wissen. Du kommst hier rüber. Du gehst in Position. Und sie haben einen Weltkriegsinfanteristen rausgehauen. Den wir hoffentlich von hier zwar treffen könnten, würden dann aber von Mosankani getroffen werden. Zack. Da geht's weiter. Den Weltkriegsinfanteristen. Der soll erstmal durch die Schützen hier durch. Gegen die wir unterlegen sind. Plündern. Und dann angreifen. Wir gehen jetzt zu Wasser. Wir brauchen hier oben doch mehr Einheiten. Ist mir gerade aufgefallen. Wir ziehen dich hier ab. Wir haben oben zwei neue. Und bleiben hier safe. Oder ziehen uns hier auch zurück einfach. Du kannst nicht angreifen. Hier kannst du und willst du auch nicht angreifen. Geh doch mal hier rüber. Guck dir die Stadt an. Ja. Du wirst nicht von der Artillerie getroffen. So sieht's aus. Du kannst die Artillerie angreifen, wirst aber nicht wirklich viel Schaden machen können. Du kannst aber auch hier hoch und das Eisen dir schnappen. Nicht, dass das viel bringen würde. Aber immerhin noch besser als nichts damit gemacht. Selbe gilt auch für dich hier, der Bautrupp. Ich würde vorschlagen, du baust eine Straße hier hoch. Hier so, tschüpp. Und wir können, statt Mosankani anzugreifen, den Comanchenreiter töten. Du kommst zur Einheit dazu. Brauchen wir dich hier oben oder brauchen wir dich hier? Ich glaube, wir brauchen dich hier viel mehr als sonst wo. Nächste Runde. Okay, Kavallerie ist dahin. Krieg? Nein, wo Krieg? Habe ich nie gesagt. Der haut dir aber auch die Comanchenreiter raus, ohne Ende. Aber wir können Mosankani mit unseren frisch eingetroffenen Artilleristen weiter in die Bredouille bringen. Unser
zur Kavallerie ist jetzt komplett wieder am Start. Hier gibt es gar nichts. Hier gibt es gar nichts zu plündern. Dann kommen hier oben mit rüber. Freie Technologie. Sehr gut. 7 Runden für die Elektrizität, 11 Runden für die Eisenbahn. Luftfahrt entdecken wir gerade. Das ist ja cool, aber dann nimm doch die Eisenbahn für 11 Runden. Börse ist natürlich richtig gut. Aluminium, richtig gut. Aber wir müssen hier das eins so effizient wie möglich denken. Argos. Die bauen da eins nach dem anderen weg, ne? Wie wär's mit dem Hafen? Sicher ist sicher. Was baut ihr eigentlich? Die Militärakademie? Lass das mal. Bau mal lieber. Oh, Neuschwanstein. Auch gut. Die öffentliche Schule. Die brauchen wir hier bei 132 Wissenschaft. So, bei der Comanchenreiter am Start. Du kommst hier hin. Hm. So, und Fortif. Nee. Du kannst von der Stadt jetzt angegriffen werden. Wir können plündern. Wir können sofort heim, wir können. Hm. Plündern. Der Plünderer bringt Gold. Und halt eure Einheit um 25 Punkte. Hat nicht wirklich viel gebracht. Wir bombardieren weiter Mosonkani. Können hier den ihn hier mit 23 bisschen schaden. Das ist doch schon nicht verkehrt. Viel mehr können wir hier sonst nicht machen, ne? Wir bleiben dort. Bis auf weiteres. Können hier zu machen. Die Gatling-Kanone ist sehr gut, sehr gut. Natürlich muss sie selbst angreifen, um überhaupt Schaden machen zu können. Oder nee, ich glaube, beim Angriff auf die Gatling-Kanone verliert die andere Einheit auch Trefferpunkte. Friedensvertrag. Nee, ablehnen. Wo kommen jetzt die Weltkriegsinfanteristen her? Aus dem Nichts, sage ich euch, aus dem Nichts. Wir haben einen weiteren großen Admiral in unseren Reihen. Wieso hat eine Gatling-Kanone gegen Comanchen-Reiter so eine schlechte Performance? In Stellung gehen und auf ihn schießen, damit du ihn töten kannst. Oh, und dies müssen wir eigentlich zurückziehen, wenn wir nicht sterben wollen. Ihr hier ist eigentlich egal. Mosonkani aber nicht. Ihr hier kann von euch beiden getroffen werden, ja. Wird aber nur minimal was abziehen. Hm. Hm. Wollen wir trotzdem gegen ihn, schießen? Oder weiter? Nee, wir müssen weiter auf die Stadt gehen. Wenn die Stadt erstmal fällt, ist alles gewonnen. Ich verstehe nicht, wie Mosonkani es schafft, die Fregatten so dermaßen. Ist das so ein technologischer großer Unterschied? Anscheinend schon. Die Fregatten so dermaßen kaputt zu schießen. Fregatte, öffentliche Schule. Wir haben 900 Gold. Damit kaufen wir doch mal wieder was. Damit kaufen wir entweder eine Kavallerie, ein Lossier,
ein Frachter. Oh ja. Können wir einen Frachter und noch was anderes kaufen. 480, dann haben wir eigentlich eine Karawane können wir da noch kaufen. Einen Schützen hätte ich noch gerne. Ah, die Fregatte ist halt viel mehr wert. Aber brauchen wir nur 4 Runden. Deshalb kauft die Kavallerie. Vergiss die öffentliche Schule erstmal. Mach den Frachter klar. Wir können Ideologie wählen. Spannend. Und Sparta. Werkstatt ist schön und gut, aber weißt du, was noch schöner und guter ist? Auch eine Kavallerie oder eine Fregatte. Aber du bist so schlecht im Produzieren. Da geht nicht viel. Ideologie wählen. Wir wollen... Nee. Ja, wir müssen hier mit... Wir müssen mit Autokratie gehen. Ja. Um nicht mit der kompletten Welt im Clinch zu sein. Leider. Aber mit Siam... Den Top 4... Zivilisation, wenn wir da nicht einen Krieg herbeibeschwören wollen, müssen wir leider Autokratie nehmen, auch wenn wir da gar nichts von haben. Ne? Kavallerie. Gekauft und gewonnen. John Hawkins ist da angekommen. So, jetzt wieder die Frage, was machen wir mit dir? Hol mal dich hier raus. Aus dem Schussfeld. Ja, weil wir ja nicht wollen, dass du stirbst. Hier oben wird es die Kavallerie wahrscheinlich abkriegen. Ich würde so gern nochmal hier einfach. Aber eine Fregatte, es dauert halt ewig, bis wir eine Fregatte gebaut haben, ne? Lass uns zusammenarbeiten. Seid willkommen. Wir wurden initiiert von den Leuten. Lass uns zusammenarbeiten. Oh, sehr gut. Den Comanchenreiter nehmen wir gerne mit. Oh, und hier oben auch. Hier oben auch. Jawohl, ja. Das Ding ist jetzt nur, ihr seht selbst. Wir haben keine Sicht mehr auf Mosonkani. Jetzt haben wir wieder Sicht. Haha. Wir plündern. Und Truff auf die Stadt. Hier warten. Jetzt verstehe ich auch, wie man immer hier, wenn hier natürlich eine Artillerie drin steht, dann haben wir hier kaum Möglichkeiten, uns anderweitig zu positionieren, um irgendwas machen zu können. Wo können wir denn schnell heilen? Eigentlich nur hier. Nee, wir sind doch hier. Kannst du hier heilen? Nee, musst du hier hin. Wie weit hoch kannst du gehen? So hoch, okay. Will ich schon hier haben. Ich will schon mit dir schießen können. Straße ist fertig. Weiterbauen. Und das war's. Du hältst dich einfach nur hier auf. Andres wurde getötet. Von den Shoshonen. Eieieiei. Forschung wählen. Archäologie, Elektrizität. Ballistik. Verbrennungsmotor. Da brauchen wir aber Öl für, ne? Wir haben doch jede Menge Öl. Wir haben 8 Öl. Woher auch immer. Wir wissen noch nicht mal, was Öl ist. Außerdem können wir 3 Dinger einen Bomber bauen. Können wir die kaufen? Oh, ich bin so blöd. Jetzt habe ich mir dann eine Kavallerie gekauft, wenn man auch Bomber bauen kann. Nun gut. Sparta, die Fregatte lässt sie mal sein. Nee. Sparta, kannst du bitte... Bei der Verwaltung von Bürgern in den Produktionsfokus gehen. Jetzt kriegst du aber gar keine großen Händler mehr, ne? Aber hast du ein bisschen was getan? Ja, ach, so viel tut es auch nicht. Standardfokus. 13 Runden für einen großen Händler. Goldfokus bringt auch nichts. Großer Händler ist schon gut, aber 13 Runden ist auch richtig viel, ne? Aber ja, doch. Ist schon was anderes.
Haben wir jemals eine Kaserne gebaut? Ja, denn nur noch eine Waffenkammergilde zu bauen. Dann baut den Weltkriegsbomber. Vergrößert die Reichweite von Landhandelswegen, Zerstörer und Landfahrzeug. Wir brauchen die beiden. Den Verbrennungsmotor hat 20 Runden. Nächste Runde. Anukhashav di berwayadati. Tisufa lata. Annehmen. Das ist mir wert, dauerhaft zufrieden zu bleiben. Einer wurde getötet. Er tötet alle Einheiten. Was sollen wir nur tun? Wir gehen hier weiter hoch. Und Athen muss geschützt werden. Mit einem Bautrupp, mit einem Arbeitsboot. Ich weiß es nicht. Mit ihm hier. Gut. Bauarbeiter hat er sich geschnappt. Der Schlawiner. Wir haben wieder Sicht auf Mosunkani. Haben sie im gelben Bereich. Das gefällt. Haben hier oben eine Artillerie, warum auch immer wir die sehen können. Sehen aber auch die Gatling-Kanone, die nur darauf wartet, hier anzugreifen. Können nach Korinth und dort heilen. Und können hier zurück. Ja. Ja. Anukhashav. Ich habe leider gerade gar kein Geld für sowas. Pfadeautokratie. Nein, auch hier kein Forschungsabkommen. Der powert Einheiten raus. Hast du noch nicht gesehen? Wenn meine Comanchenreiter hier schon töten können, dann machen wir das auch. Schnappen uns den Bauarbeiter wieder. Sind hier safe. Können Mosunkani wieder sehen. Bombardieren es weiter und bringen es langsam aber sicher mit plus 50% Kampfstärke gegen Städte in den gelben Bereich. Ja. Gegen Landeinheiten. Gegen Landeinheiten. So sieht es nämlich aus. Und das ist auch das einzige Feld, das wir nutzen können dafür. Du heilst dort. Du ziehst dich eins zurück, um nicht gefangen genommen zu werden. Wir bauen Weltkriegsbomber. Und setzen Abgeordnete ein. Gegen für und gegen nichts sind wir. Okay, der hier wird mir zum Verhängnis. Er wird eine der Artillerien töten können. Wenn er sich da rausmacht. Wenn wir genügend Gold haben. Ah, er hat es nicht geschafft. Einer wurde getötet. Karavelle? Wo denn das bitte? Da unten. Von Hongkong dann oder was? Ich möchte in Korinth ein Weltkriegsbomber kaufen. Kann ich aber nicht. Haben wir nicht genügend Gold? Noch 258 Gold kostet das. Nee, ich kann sowieso keine Einheit kaufen, weil hier noch einer drin ist. Aber könnte ich in Athen einen kaufen? Nee, weil hier auch eine. Ah doch, noch sie könnte ich kaufen. Brauche ich aber gar nicht. Wir haben einen Frachter gebaut. Öffnete Schule dauert nur noch 7 Runden, aber wir brauchen mehr Einheiten. Schnelle Einheiten. Wie zum Beispiel die Kavallerie. Oder aber den Dreidecker. Oder aber den Weltkriegsbomber. Jawohl, ja. Vorschlag machen. Ach, es ist doch alles Weltideologie. Was haben wir? dankbar, verärgert. Autokratie haben wir ja. Und die Shoshonen wären sauer und jetzt sind alle glücklich darüber, dass wir so gute Vorschläge machen. Du bist
derjenige, der hier für den Durchblick sorgt. Du bist derjenige, der hier angreift. Du gehst zurück. Du tötest den Kommandschreiber. Geilo. Hier wird repariert. Der Frachter fährt nach Cusco für 24 Gold. Du musst dich zurückziehen. Es bringt dir alles nichts. Leider. Die Stadt angreifen oder ihn angreifen? Wird er sich zurückziehen? Ich weiß es nicht. Wenn wir die Bomber hätten, das wäre gut. Dauert aber noch. Ja, schon. Und hier müssen wir leider zurück. Oh. Wieso kommen wir hier nicht durch? Weil andere Leute auf dem Feld stehen, okay. Und hier kann man nicht angreifen. Hier kommen wir nicht durch. Oder? Kommen wir hier durch? Nee. Schade, okay. Nun denn, Mosankani wird nicht wirklich besser, ne? Nächste Runde. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alle sind glücklich über den Vorschlag, bis auf die Shoshonen. Mit ihnen reden wir aber erst gar nicht. Sie nehmen die Gegenoffensive ein. Okay, lass uns reden. Shinan Siktani. Nee. Wiedersehen. Nervig. Zwei Weltkriege sind verdrissen, einen Comanchen Reiter. Wir können nur von hier aus ihn und ihn angreifen. Das bringt aber alles nichts. Bombardierungsbonus. Das Ding ist halt, wir haben keine Einheiten, mit denen wir irgendwie zum Gegenschlag ausholen können. Klar können wir es jetzt alle hier zurückholen. Ne? Aber wir brauchen dringend Einheiten. Eine zumindest, die wir hier hinstellen können. Und das wärst du zum Beispiel. Das wäre gut. Dann ziehen wir uns mit dir zurück. Das ist klar. Gehen wir es hier hin. Mit dir kommen wir bis hier hin und gehen in Stellung. Mit euch beiden will ich eigentlich nichts anderes machen, als hier weiter anzugreifen. Um mich wieder zurückzuziehen. Dann. Greif mal hier an. Ziehen uns hier ganz weit zurück. Gehen hier nur eins vor. Oder doch zwei. Den großen General müssen wir auch zurückziehen. Du kannst das Feld in der nächsten Runde gegebenenfalls einnehmen. Aber jetzt können sie hier hin und die Zitadelle zerstören. Außer mehr. Nee, das ist auch zu wenig. Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Mein Gedanke war, aber man erkennt. Hierhin und hierhin. Kann er die Zitadelle dann einnehmen?
Wir können Schützen kaufen. Wir können eine Kavallerie kaufen. Für welches Bomber fehlen, können wir erst nächste Runde einsetzen. Das machen wir. Ich werde hier nicht aufgeben. Wenn wir die Zitadelle verlieren, dann bauen wir sie wieder auf. So einfach. Hier ist so ein Comanchenreiter, der darauf wartet, reingehen zu können. Aber wenn der Bomber erstmal da ist, haben wir das Spiel gewonnen. Quasi. Du gehst trotzdem hier hin. Und in Stellung. Müssen erstmal kommen, müssen die. Ach ja. Wiedersehen. Genau, er kriegt jetzt nämlich minus 30, weil er nur hier rein kann, aber nichts zerstören. Gegen den Comanchenreiter können wir superb agieren. Hier noch Truff. Und dann würde ich in Athen unseren ersten Weltkriegsbomber kaufen. Sehr schön. Und dann guckst du mal, was du jetzt machst. Die... Ich nehme seit einer Stunde auf. Kann das sein? Ich bin total... Bin total drin. Uiuiui. Okay, dann war das jetzt eine super XXL-Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Econson.